Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gehm. Heute ist wieder Liga mit dem FC Bayern München. So, jetzt wird's mal spannend. Schaffen wir heute wieder einen guten Sieg? So, ich würde aber sagen, heute werden wir ein bisschen Spieler mal wechseln. Wir machen ein bisschen, ein paar Spieler werden rausgenommen für heute gegen Union, würde ich sagen, Leute. Dass wir da ein bisschen, mal wieder ein bisschen rotieren. Und halt auch ein bisschen Ding machen, würde ich sagen, Leute. Spieler mal testen und alles so. Weil nächste Woche haben wir ja ein wichtiges Spiel, Leute, gegen Turin müssen wir, gegen Neapel spielen wir. Das nächste Spiel spielen wir gegen Neapel, Leute, um sozusagen in die nächste Runde der Champions League zu kommen. Und dafür habe ich mal gedacht, Leute, um sicher zu gehen, werden wir heute mal ein wenig rotieren. Ein bisschen rotieren, wir haben ja ein bisschen rotiert wie immer. Aber hoffen wir mal, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern im FC Bayern. Alla Coutinho ist einfach zurzeit wirklich mega stark. Der macht zurzeit Tore im Fließband. Wir haben vier Tore in drei Spielen. Alla, das ist heftig, was er. Und Sané ist ein Kind schlechter. Und das ist ein. Müller und Coutinho spielen zusammen. Bin ich mal gespannt, Leute, was wir da noch erleben werden mit dem FC Bayern München. So, Lewandowski darf heute auch mal wieder machen wir weiter. Ja, er hat zurzeit halt einen Formschwung. Okay, wir spielen halt ein bisschen anders da jetzt. Wir haben uns ja ein wenig in der Spieltaktik ein bisschen geändert, oder? Wie wir jetzt spielen wie vorher, Leute. Und das ist. Wir haben uns halt ein bisschen verändert, Leute, in das Spiel. Wir tun ruhiger aufbauen, Leute, und dann, wenn wir angreifen, schnelle Angriffe. Und gucken halt, dass wir Ball in die, auf die Seite kriegen und dann. Und halt so einfach immer. Auf den besseren Spieler. Immer auf den besseren Spieler zu setzen. Wow, und das ist halt das Problem. Hier. Alter Coutinho, er ist zurzeit ist er nicht zu stoppen, Leute. Felipe Coutinho, der ist zurzeit nicht mehr zu stoppen, Leute. Felipe Coutinho hat einfach zurzeit einfach einen Lauf. Der hat einfach einen Lauf zurzeit. Da hat den Lauf, den man braucht, um Torjäger zu werden, Leute. Und das Stadion ist schon gleich ruhig, Leute. Und das Spiel ist schon ruhiger, ja. Eieie, Coutinho ist da, wo ein. Alter, da steht. Alter, was war denn das für ein Schlappen? Alter, wenn man in der Zeitlupe ist, nur mal nachguckt, Leute. Alter, da könnte man denken, dass er sich ein Bein gebrochen hätte. Füße, alle. Das sah echt heftig aus.
Das war echt nicht schön. Und Lewandowski wird immer mehr irgendwie zum Vorlagengeber. Und das 2-0. Bayern München holt sich hier diesen Sieg nach Hause. Und sie holen aller souveräner Sieg heute. Das wird, glaube ich, heute ein souveräner Sieg. Oh ja, oh, da haben wir jetzt wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession ein bisschen was zu verändern, glaube ich. Könnte ich mal vorstellen, oder? Vielleicht verändern wir fast ein bisschen so was. Vielleicht könnte ich mal vorstellen, dass wir was verändern werden in der nächsten Aufnahmesession. Könnte ich mal vorstellen, dass wir in der nächsten Aufnahmesession was verändert haben, Leute. Das könnte ich mir vorstellen, dass man in der nächsten Aufnahmesession uns ein bisschen was verändert haben. Alter, Coutinho, was der immer macht. Alter, was das? Union Berlin ist heute nicht in der Verfassung, heute das Spiel mitzuspielen. Glaube ich nicht, Leute, dass wir, was heute die Unioner hier heute das Spiel gewinnen werden. Wir werden wahrscheinlich wieder, mal gucken, ob wir wieder uns ein bisschen uns zurücklehnen. Das Spiel wieder laufen, weil Punkte, Tore mäßig sind wir wieder 2-3. Oh, Lewandowski vor Mitte. Und Coutinho macht sein nächstes Tor. Alle gegen Union Berlin, alle heute läuft wieder für Coutinho. Alter, wenn er so weiter schießt, muss Lewandowski langsam aufpassen, dass er nicht die Torjägerkrone verliert. Ja, aber wie man da im Strafraum, in dem kleinen Raum, so viel Aktionen hat. Das ist schon nicht normal, Leute. Guck mal, sein 15. Tor. 4 Tore fehlen ihm noch bis zum bis Reus. 3 bis auf Lewandowski. Und 4 auf Reus. 4. 19 hat Reus, Leute. Reus hat 19. Aber Lewandowski macht jetzt endlich sein 19. Tor und so. Oh Mann, Lewandowski. Und Union Berlin wird heute. Oh Mann, alter Union. Wir machen fast gar nichts. Ich bin ganz ruhig. Union Berlin wird heute abgeschossen, wie es aussieht. Union Berlin wird abgeschossen, wie es aussieht, Leute.
Union wird allein 4-0 nach einer halben Stunde. Alter. Boah, Lewandowski. Ah, Junge. Junge, was mir für Pässe in dem Strafraum, in dem engen Strafraum leisten können. Es ist schon heftig, Leute, was man da fühlt. Was war denn? Das war jetzt ein seltsamer Auf. Spiel gerade oder ja. So bei Nacht jetzt wieder. Ah, da 4-0, alle 4-0 ist es. Ein Ergebnis, was wieder zu hoch ist für Augsburg. Alter, Augsburg, alle hat mitgekämpft und Augsburg hat mitgekämpft und Union macht fast gar nicht mehr. Muss man schon sagen. Union macht gar nichts mehr. Alle Union macht gar nichts. Union macht einfach nicht mit. Union macht einfach nicht mit. Bayern kann sich nicht eigentlich schon, wir können uns eigentlich. Wir können uns eigentlich fürs Neapel-Spiel vorbereiten, Leute. Wir können jetzt fürs Neapel-Spiel schon Spieler schonen. Wir können Spieler schonen. So können wir es machen. Wir können schon Spieler schonen. Wir können ja schon sozusagen Spieler schonen. Und wir können auch ein bisschen testen, ein paar Spiele mal auf Positionen testen, Leute, wo man mal mal machen können, Leute. Weil 4-0 in der ersten Hälfte. Das ist ein Ergebnis, wo man schon sagen kann, nach der ersten Hälfte erledigt. Weil man merkt, wir werden ja nächste Woche gegen Neapel spielen. Alter, die Unioner sind. Die Union. Ja, ich bedauere langsam Union Berlin lang. Langsam Union Berlin, langsam. Muss man ehrlich sagen, ich bedauere Union. Die spielen nicht schlecht, aber die kommen einfach nicht lang.
Die kommen einfach in das Spiel rein heute, Union. Oh, Alter, Junge, Junge. Aber die kämpfen trotzdem noch in jedem Ball. Die gucken, ne, ja, wir spielen im nächsten Spiel gegen Neapel, Leute. Und da wollen wir ja eigentlich lassen, die Spieler ein bisschen ausschnaufen. Dass wir halt sozusagen Leute die Spieler mal eine Pause gönnen. Und ja, und Sané. Schade. Ah, schade. Aber gegen Neapel wollen wir ja in die nächste Runde, Leute. Ins Halbfinale. Gegen das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht eher das ums Halbfinale gehen, Leute. Ah, Mann, oh mir, ums Halbfinale gehen, Leute. Aber heute wird es nämlich, Leute, heute wird nämlich viel passieren im Spiel. Denke ich, heute wird wahrscheinlich, nehmen wir eben, wir machen eben noch ein fünftes dort, denke ich, machen wir nicht noch mal. Ein fünftes Tor wird wahrscheinlich heute nicht kommen. Mehr. Weil für was, das bringt doch eh nichts mehr. Ne? Fünftes Tor, wir sind gewonnen. Union macht eh nicht mehr viel, wir lassen das Spiel jetzt noch nach Hause bringen. Und dann holen wir, tun wir uns jetzt komplett für Neapel vorbereiten, Leute, und dann. Und Lewandowski macht das 20. Tor für sich für die Saison. Boah, wichtiges 5. Oh, wir machen doch noch 5. Tor, Leute. Wir machen doch noch das 5. Tor, Leute. Und Union Berlin. Oh Mann, die armen Union. Die kämpfen ja um den Abstieg, Leute, Union Berlin. In der letzten Folge haben wir es ja gesehen, Leute. Union Berlin Spiel ist vor Drittletzter. Union Berlin ist Drittletzter. Darum heißt es heute mit einer Niederlage. Niederlage nicht gut. Mit einer Niederlage. Und jetzt geht's wieder nach vorne. Lewandowski. Ja, Sané war frei. Ja, aber man merkt, Bayern macht jetzt nur noch das, was wir müssen. Wir springen jetzt nur noch so hoch, wie wir hochspringen müssen, Leute. Mehr müssen wir jetzt ja nicht mehr machen, Leute. Foul an Lewandowski. Oh, mein ja. Freistoß für Bayern München. Und es wird wieder außen bei Union. Junge, Junge, was für ein Spiel heute für den Bayern München.
Ein ruhiges, unaufregbares Spiel, Leute. Spiel ist sowas von ja, muss man sagen, Spiel ist unruhig und nicht sehr ruhig. Das Spiel ist schon nach der ersten Hälfte abgesegnet wurde von beiden München. Haben alles gut im Spiel. Kriegen es gut gebacken und dann, das ist das Wichtigste. Union weiß natürlich dieses Spiel wie Augsburg weiß. Das Spiel ist eigentlich nur ein Spiel, wo man Bonuspunkte kriegt. Die wichtigen Spiele. Oh, Lewandowski war da, aber er hat den Ball dann. Nicht mehr holen. Ja, das ist alles Ding jetzt. Oh ja. Für Union geht es jetzt um den Abstieg, Leute. Und für Bayern geht es weiter, um die deutsche Meisterschaft zu safen. Und heute ist es ein großer Schritt. Ein sehr großer Schritt für die Meisterschaft, Leute. Bin ich mal gespannt. Danach geht es ja gegen Neapel ums Halbfinale Einzug, Leute. Und dann schauen wir mal. Und ob ich Kehrer behalten werde, weiß ich nicht. Oh, Lewandowski gerade fast dran. Oh, Faulunge, hätte eh nie auf den Ball zukommen können. Und Bayern München gewinnt souverän 5:0 in Berlin. Und die Fans, man hört, die sind angepisst. 5:0 zu verlieren, kann man schon mal in Bayern München. Aber mit so einer Leistung nicht. Oh man, Bayern läuft weiter stabil an die nächste deutsche Meisterschaft. Dort bald spielen wir ja wahrscheinlich gegen Dortmund, müssen wir ja auch nochmal bald spielen. Und wenn wir dann gegen Dortmund spielen, dann wird es wahrscheinlich end sein. Dann kann es sein, dass es keine Vorentscheidung kommen könnte. Spiel war keins mehr zwischendurch. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Klar doch, machen wir doch immer. Ja, zwei Tore. Ja. Kann man jetzt sagen, er hat wohl wieder seine Klasse gezeigt, Leute. Oh, wieder Siegeswert. Weiß ich doch nicht, wie lange die noch gilt. Weiß ich doch nicht, wie lange die noch gilt, Leute. Kann doch sein, dass wir nächstes Spiel verlieren wieder in der Bundesliga. Ja, das diesmal kann man sagen, Leute. Da ist alle Luft nach oben, ist immer noch. Genau, weil Neapel wartet im nächsten Spiel. Da wissen wir halt, wie das Spiel so abgelaufen ist. Danke für das Gespräch. Aber wir haben zumindest 3 Punkte. Das ist wichtig. So muss es. Jetzt spielen wir in dem.
Und dann hoffen wir mal, dass wir gegen Neapel ein gutes Spiel abliefern, Leute. Bin ich mal richtig gespannt. Aber Leute, ich würde fast sagen, wir spielen erst beim nächsten Mal gegen Neapel. Somit sagt euer